Jo Leute, willkommen! Und ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das ist ein neues Begrüßungsvideo. Was haben wir nicht für ein Jahr gehabt? Zugleich auch Begrüßungsvideo, weil es wird sich einiges ändern auf meinem Kanal. Es werden viele verschiedene Playlisten erstellt. Ich arbeite an Webseite. Endlich komme ich voran. Jahresüberblick im Endeffekt haben wir hier zu diesem Video und das ist auch gleichzeitig ein Intro-Video, falls du neu bist. Also, bis jetzt habe ich also nur Marvel gemacht und so einige Spiele. Jetzt werde ich auf jeden Fall mehr machen. Ich werde mehrere Jahresüberblicke machen. Ich werde heute ein bisschen was auch alles wir gehabt haben, machen und auch werden die Themen auch mehr studiomäßig gemacht und ja. Mehr Effekte, würde ich mal sagen. Ist immer so eine Frage der Zeit, aber auf jeden Fall wird da auch was kommen. Und ich werde meinen Kanal mischen, das heißt, es werden verschiedene Themen erstellt. Und ich werde meinen Kanal mischen, das heißt, es werden verschiedene Themen erstellt. Verschiedene Themen werden wir haben. Also von Politik bis Wirtschaft und Religion etc., weil das wollte ich immer mal machen. Das mit Marvel werde ich nicht mehr viel tun. Das ist einfach viel zu anstrengend, weil man hat ja nicht die Möglichkeit bei Kabam einen Entwicklermodus wie bei jedem anderen, bei jeder anderen Firma zu machen. Kabam, also Marvel Studios Superhelden ist das Problem, dass diese Leute, und ich kenne die Politik von Kabam und ich kenne interne auch Abläufe durch Leute, die ich kennenlernen durfte. Und hat sich dann im Endeffekt auch meine Vermutungen, wie die ticken, auch bestätigt durch diese Leute. Die haben mir das dann zugesagt, schriftlich. Ich habe mir gedacht, nee, in diese Welt veröffentlicht man keine Quellen, weil wir wissen ja, wenn man eins und eins zusammenzählt, dann sehen wir, was in den letzten Jahren passiert ist, wie Leute diffamiert wurden, wenn sie andere Meinung zu Corona hatten oder eine andere Meinung zu gewissen Vogue-Politik nennt sich das oder zu gewissen Narrativ, Geschichten, Erzählungen, ne? Also zu gewissen Geschehnissen und so. Es gab so viele Videos, die ich gerne machen wollte, zu Reaktionsvideos, aber ich bin nie nicht dazu gekommen, weil ich mich erstmal einlesen musste in die Vogue-Politik, in die Politik, in die. Und da bist du Millionen von Jahre, überspitzt gesagt, verbringst du da. Und dann merkst du, da werden so viele Sachen umhergeschmissen, bis da keiner Überblick ist und da wird so viel gefälscht. Und bei Marvel sowieso, ich habe keine Lust mehr, Marvel-Filme zu schauen. Ich lese mir nur die Comics hier durch, die sind noch ziemlich treu, aber es gibt so gewisse Gender-Themen, die in die falsche Richtung gehen. Feminismus geht in die falsche Richtung. Und ja, das ist so Teil 1 vom Jahresüberblick. Und was soll man dann haben? Was werden wir haben? Ja, fangen wir doch erstmal an mit was haben wir so alles, was haben wir so die Thema gehabt? Ja, was war da eigentlich schon? Ja, Putin, Ukraine. Fangen wir da erstmal. Also Putin und Ukraine, das ist so eine Geschichte, die ist schon langlebig. Und eigentlich alles, was ihr im Fernseher seht, vergisst es. Egal ob Linkspopulisten, Rechtspopulisten, beide haben Unrecht. Es wird so manipuliert, dass es nie gefragt wird, um was geht's wirklich. In jedem Kampf. Ich liebe die Tora, ich liebe das Judentum. Und als Jude kann ich euch sagen, in der Tora, in den fünf Büchern Moses, das sind die allerwichtigsten, die es gibt, weil man hinter den Zeilen lesen kann. Und wir werden auch die Tora auch haben, wo ich sie vorlese und mit der Infinity-Lehre und der Wissenschaftslehre dann euch erkläre. Kann man alles durchschauen, alle Lügen. Also generell geht es, um was geht es immer? Es geht immer um Ressourcen, es geht immer um Gebiete und es geht um Macht und Kontrolle. Und Manipulation. Das sind so die fünf, und da gibt es auch noch mehr, aber das sind so einige Hauptgründe, die wir haben. Und egal, welche Gründe Putin hat, und ich sage das knallhart als, und das ist als AfD-Wähler, und AfD werde ich auch dazu sagen, und auch zu SPD und anderen Parteien, aber vor allem knallhart das, was Putin
Macht ist Kriegsverbrechen. Und ich fand es sehr schade, dass man da versucht, Leute in eine Schiene reinzutun, wenn die diese Meinung sagen, diese Meinung. Es gibt da eigentlich nicht viel zu reden, denn in der Tora steht es drin. Ja, im Tanach steht es, im Buch der Weisen von Yeshua Sirach steht sogar drin, dass man einen Narren nicht überzeugen kann. Aber wenn jemand Krieg führt, das ist das größte Verbrechen, was es gibt. Und da gibt es keine Ausreden. Oder ich habe den Krieg geführt, ich habe den Andreas zusammengeschlagen, weil ein Judenschweinchen dick ist, weil ein Polackenschwein ist. Deswegen habe ich ihn vergast in der Gaskammer. Weil ein Polacken- und Judenschweinchen dick ist. Weil es so schön ist, den Spast, der hässlich ist, wie die hässlichste Mensch im Universum, abzuschlachten. Menschenleben, so ein sehr gnades Beispiel bezogen auf mich, weil ich liebe auch so etwas, meine Hater ein bisschen auch rauszulocken. Aber ich habe damit kein Problem. Auf jeden Fall Menschen zu töten oder Leute, Soldaten zu schicken, um gewisse Ziele zu erreichen, ohne Argumente, ohne Reden, einfach nur Krieg. Das ist wie, wenn du stark bist, in der Schule bist, zusätzlich lernst du Kampfsport, wie Shredder zum Beispiel von den Teenage Turtles, und tust nur mit Gewalt dein Ziel erreichen. Das sind keine starken Menschen, das sind Schwächlinge, weil sie nicht fähig sind, mit Worten zu argumentieren und in Vernunft und mit Verstand auf einen Nenner zu kommen, auf einen Kompromiss. Und was Ukraine letztendlich macht, ist versuchen, einen Nenner zu finden, aber leider wird auch Ukraine nicht geholfen, weil es ein Spiel ist, ein Machtspiel zwischen Amerika, zwischen China und zwischen anderen Nationen, die da im Hintergrund agieren. So, was haben wir nicht gehabt für Kabarettisten? Was haben wir nicht gehabt für Serdar Somuncu, der gesagt hat, ja, das ist falsch und so. Beide haben Unrecht. Ja. Weil letztendlich Fakt, und eine Partei hat auf jeden Fall recht, die Partei, die sagt, Krieg ist generell scheiße. Na, und das ist halt so, man hofft, das wird jetzt besser, aber die Inflation, ja, und da sind wir schon beim nächsten Thema. Ja, die Inflation, die haben wir ja, und jeder muss drunter leiden. Und ja, nicht denken, dass die Leute, die Arbeitslosengeld 1 kriegen oder 2 oder Sozialhilfe oder Renten oder so, die werden immer als die Schlimmsten abgestempelt. Und man will von den Medien im Endeffekt Leute abstempeln, die ja für die meisten ein Sozialschmarotzer sind. Aber die kriegen nichts gezahlt. Die kriegen ihre Heizung nicht gezahlt. Das ist alles eine Lüge. Ne? Die Wahrheit ist, nur wenn es angemessen steht in der Klausel. Wenn es nicht angemessen ist und wenn du nichts dafür kannst, und es gibt viele Verträge, es gibt viele Leute, die Insolvenz haben. Ja, und ich bin da knallhart, ich gebe es zu, ich bin ja jemand, der in der Insolvenz betroffen ist. Und mir hat die N-Energie nichts gegeben. Die sagen, fick dich, du Hurensohn, können sagen die, right to your face, verrecke, wir vernichten dich eher als dir gerecht und den Stromvertrag, den Sparvertrag. Es gibt Spartarif. Und da ist es nicht nur, davon bin ich nicht nur ich betroffen. Millionen von Menschen, ja, Gewerbe sind sogar betroffen davon. Weil irgendwas der Anbieter, der Stromanbieter nicht erfüllt bekommen hat vom Kunden. Und dann entsteht natürlich eine auch, klar, Inflation, ne? Irgendwo muss ja das hin, irgendwo muss ja das Geld muss geholt werden. Und die Inflation steht nicht nur in Energie, nicht nur in Heizung, nicht nur in Strom, sondern überall. Bei dem Essen, bei den Waren, ganz normalen Waren wie Wein, Bier, alles wird verteuert. Natürlich müssen die Politiker die Leute verarschen. Wenn ich Politiker wäre, würde ich das knallhart tun. Wenn ich ein super Arschloch wäre, okay, ich bin ein kleines Arschloch und ein Schlawiner, aber dann habe ich kein Problem, das gebe ich zu, wenn auch meine Chefs zustimmen, die dieses Video sich jetzt anschauen würden, aber lieber den Leuten knallhart die Wahrheit zu sagen, als sie anzulügen. Und es wird gejammert über die Ampelpolitik. Mach's doch selber besser.
Also ich würde es besser machen, wenn man mir die Macht gibt, aber man hat ja Angst vor mir. Man gibt mir nicht die Macht. Und ich so, gib mir nicht die Macht, weil sonst würde ich aufräumen, weil ich ja ein Extremist bin. Moment mal, ein Polackenschwein, ein Judenschweinchen-Dick, ein White Neger auch noch? Ja, mein Großvater war Sklave, er war tatsächlich weiß und Sklave. What the fuck? Ja, das gibt's auch. Und ein Extremist, Hardcore, schlimmer wie das Universum, gibt's auch. Aber ich liebe es. Und die Hater liebe ich auch. Ne? Auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Alles wird teurer. Die Medien manipulieren, statt den Leuten zu helfen. Es wird also aufgehetzt. Und in Wirklichkeit wird nichts davon gemacht. Null. Statt Vernunft wird Luciferianismus, oder sagt man im Hebräischen oder im Deutschen Besitz, Luciferianismus gepredigt. Also versteckt gepredigt, weil die meisten Leute schnallen das nicht. Und das ist schade eigentlich, denn wenn jetzt Strom und alles steigt, und das ist schon gestiegen, 10, 20, 40, 50% sind Preise gestiegen, das merken es noch viele nicht, noch nicht. Aber wenn das nächstes Jahr und Putin wird nicht aufhören und das wird noch länger dauern, dann wird es nicht nur die Schmarotzer treffen, wie in Anführungszeichen man sagt, obwohl diese nicht Schmarotzer nicht sind, sondern die haben halt eben auch im Leben gewisse Richtungen eingeschlagen, gewisse Umstände sind passiert, damit sie arbeitslos wurden oder halt Sozialhilfe oder Rentner geworden sind etc. Dann wird es auch die normalen Leute treffen. Wenn es die normalen Leute trifft, die 3.000 Euro netto verdienen, 5.000 Euro netto, 7.000, 8.000, dann vielleicht merken es die Leute. Vorher ist es den Leuten scheißegal, weil die meisten Menschen sind Arschlöcher. Von Geburt auf sind sie es nicht. Aber sie werden so dahin gezogen. Das ist wieder ein anderes Thema. Ja. Können wir ja gleich zur Schule springen. Schul. Ja, kein YouTuber erwähnt, dass die Schule im Endeffekt ein seit Bismarck-Zeiten manipuliertes System ist. Du sollst nur funktionieren, aber du sollst ja nicht denken und fragen. Und immer sind es die Kinder. Die Kinder sind so unschuldig. Ich hab die Schnauze voll von so einer Leier. Die Kinder sind unschuldig, die können doch nichts dafür. Nimm, 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 nimm. Die Kinder können schon was dafür, dass sie krank werden. Die Kinder können schon, weil sie sich nicht rebellieren, weil sie sich nicht auflehnen. Andererseits wiederum ist das eine Charakterstärke oder Schwäche. Schwäche im Endeffekt, weil die meisten Kinder verwöhnen sich. Ja, die meisten Kinder sind einfach Arschlöcher. Von Geburt an. Leider. Und das im negativen Sinne, nicht im positiven. Weil die Eltern auch meistens Arschlöcher sind. Weil es fehlt an knallharte Richtung und Härte. Mein Vater, egal wie er war, hat gesagt, du willst ein Taschengeld haben. Du kriegst Taschengeld, du musst knallhart sein, musst zur Arbeit gehen. Und ich so, Vater, aber ich bin erst 11. Ja, ich weiß, Junge. Und darum gehst du jetzt Zeitungen austragen. Hast du Bewegung und bleibst stark und gesund. Ja, das war die Antwort. Und die war korrekt. Aber heutzutage wird den Belgern alles in den Arsch geschoben. Und ganz ehrlich, wenn mir in den Arsch geschoben würde Geld, von vornherein, Alter, da würde ich sagen auch, Ficky, Ficky, Ficky. Nix da. Ne? Verwöhnt ohne Ende. Und auch wenn jetzt viele das schauen und sagen, ah, was für ein Arschloch. Hey, für mich keine Beleidigung. Danke fürs Kompliment. Es ist so, wenn die Leute darüber nachdenken. Und zu meiner Zeit, wo ich noch in die Schule gegangen bin, habe ich rebelliert. Nicht nur ich, auch andere haben rebelliert und gesagt, nein, machen wir nicht. Fertig, aus. Und wenn die ganze Klasse rebelliert hat, dann hat der Lehrer die Schnauze gehalten, hat nichts zu melden gehabt. Die Leute haben gesagt, hey, wir machen es nicht, die Klasse hat sich abgesprochen, 8b, 8a oder 7a, 7b, 7c, wir machen das und die können nichts machen. Die können keinen 90 Leuten schlechte Zeugnisse geben. Ja, einfach mal ist man 5 Stunden früher gegangen. Irgendwie waren die Lehrer krank, es war nicht sicher, man sollte zur Schule kommen. Für was, wenn das nicht sicher ist? Wir haben unseren Klassensprecher gehabt, wir haben unseren Anführer gehabt. Und jeder von der Klasse hatte seine 2 Anführer, boom, abgesprochen, nach Hause gegangen. Am nächsten Tag hieß es dann, ihr kriegt alle eine 6. No, nichts. Boom, Motherfucker. Denn der Bürger hat die Macht.
Und im Endeffekt ist es knallhart gesagt, die Schüler haben die Macht, nicht die Lehrer. Aber die Schüler sind schwach geworden. Die Menschen sind schwach. Sie lassen sich von Maßnahmen leiten, Impfmaßnahmen und etc. Und dann natürlich kommen die Krankheiten. Haben die Ärzte recht? Mit Corona haben die Ärzte ungerecht gehandelt mit Corona? Nein! Das ist nämlich ganz witzig. Der Arzt kann ja nur daran halten, woran er glaubt. Und wenn er glaubt, dass das das Richtige ist, dann muss ihn der Kunde überzeugen, dass er nicht dafür ist. Und das geht nicht, wenn eine Art sozusagen auf ihn auch alles geschoben wird, die Schulter. Das ist das Problem, okay? Sind wir schon bei dem Punkt Corona-Maßnahmen. Corona-Maßnahmen in den Schulen, Corona-Maßnahmen davor. Es war kein Zombie-Virus. Das Problem, was viele haben, und das war ganz in Deutschland, nicht nur, sondern weltweit, ist, dass die Vermittlung von dem Virus falsch war, von vornherein. Man hat mit Angst und Hass und Luzifernismus geschürt, statt mit Vernunft und Liebe. Vernunft und Liebe wäre kein System, weder was die Schweden noch was die gemacht haben, sondern es wäre so, indem man sagt, ey Leute, passt auf, wir werden jetzt mal eine Woche alles dicht machen. Einfach komplett macht die Welt mal eine Woche und zwei Wochen alles dicht. Die Masken werden sofort angezogen, sofort, ohne Widerrede. Die Rechte hat jeder, Freiheit wird also nicht weggenommen und so, dass die Gesetze ändern und so und den ganzen Quatsch. Sondern das wird jetzt einfach mal befolgt, zwei Wochen lang. Und in diesen zwei Wochen versammelt sich die WHO, Weltorganisation und Politik und alle auf der Welt zu einem Gipfeltreffen und besprechen mit Vernunft, Liebe, Leidenschaft und Intellektualität, was die meisten leider nicht haben, eine Lösung zu finden. Wie können wir eine Lösung finden für dieses Virus? Es gab schon Covid schon viel früher. Es ist nichts Neues. Nur man hat es nie erwähnt gehabt, dass es schon von über 2000... Es gab immer Viren. Schon über Millionen von Jahren gibt es Viren. Aber irgendwann haben die Viren halt Namen bekommen, weil Namen klingen ja grausamer und so. Man kann sich da mehr identifizieren. Oh, so, hallo, Coronavirus, wie geht's dir? Oh, ich bin doch der Virus, ich werde euch alle abschlachten wie Zombies. Nein, ist nie passiert. Das Problem ist, man hat es einfach nur falsch vermittelt und das hat man leider mit Absicht gemacht, weil die Luciferianer nur diesen einen Weg kennen. Ein Sith kennt nur den einen Weg. Ein Sith, wie bei Star Wars, kennt nur die Extreme. Ein Jedi versucht mit der Vernunft das zu machen. Und das hätte man machen können. Man sagen, ey Leute, wir haben das Jahr 2020. Wir tun mal alle Verschwörungstheoretiker auch mitnehmen, damit die wissen, wir haben nichts zu verbergen. Wir sagen, Green Reset gibt es nicht. Und indem wir die mitnehmen und zeigen, es existiert das nicht. Wir sagen knallhart die Wahrheit und nicht später nach 5 Millionen Jahren, überspitzt gesagt, sondern wir sagen, hey, das, so sieht's aus, das ist jetzt die Lage. Es gibt keinen Impfstoff, es gibt das nicht, aber es ist ein Virus, der anders funktioniert als eine normale Grippe. Es kann gefährlich sein, es gibt Leute, die nicht immun sind, es gibt Menschen, die haben Asthma, es gibt Menschen, die haben ein schwächeres Immunsystem, die kann es erwischen. Die können verrecken sogar dran. Und es mag zwar sein, dass die Grippe jedes Jahr Leute verrecken, aber wenn wir dann Leute verrecken, das zusammenziehen mit dem Virus vom Coronavirus, beziehungsweise Covid-19 dann, dann kommt eine Menge zusammen. Und wir könnten entweder mit der Natur gehen und mit einem Natursystem nachfolgen, also handeln, so wie in der Tora es üblich gemacht wird, dass man sich sagt, okay, wir machen jetzt diese knallharte Regel. Oder wir versuchen, den Menschen zu retten und nicht nach dem Prinzip gehen, der Schwächere verreckt und der Stärkere überlebt wie in der Natur. Und das haben wir in der Natur. In der Natur knallhart in einem freien Gehege, wo Löwen frei sind, ohne Zoo. Wenn der Löwe sich verletzt in einem Kampf mit dem anderen Alpha-Männchen, weil er der Anführer werden will und der Pech hat, dann verreckt er. Oder er wird von der Kuh verstoßen, etc.
oder auch Nashörner oder auch Nilpferde. Wir haben knallhart die Realität in der Natur. Ja. Ist so. Das müssen wir akzeptieren. Ja. Dass die Natur einfach wunderschön ist und auch knallhart. Und dass man halt da, wenn man das akzeptieren würde, dass man da viel, viel vernünftiger an eine Lösung kommen würde. Und das wurde leider nicht gemacht. Die eine Seite von den Linkspopulisten in Anführungszeiten sagen das so, die anderen sagen Rechtspopulisten diese Meinung, beide haben Unrecht. Oder wie Rebbe sagen würde, naja, der hat Recht und der hat Recht und wiederum nicht. Und das ist das Problem, was wir haben. Also, Corona wurde falsch angegangen. Das ist die Realität. Es gibt mittlerweile viele Leute, nicht viel, vielleicht 100.000, vielleicht 200.000, vielleicht sind sogar Millionen. Man weiß es ja nicht, weil die Leute immer noch diffamiert werden. Durch MDR mittlerweile nicht mehr, aber durch immer noch ARD und ZDF und andere Senderanstalten, die es immer noch nicht geschnallt haben, dass einfach es Nebenwirkungen gibt. Und die Nebenwirkungen gibt es hauptsächlich bei jungen Menschen. Bei Älteren ist es angeblich weniger, wenn man so die Statistik anschaut oder liest. Aber wer weiß schon, wie das wirklich ist, weil viel gibt es noch da nichts. Viel durch Angst, diffamiert zu werden. Und die Leute, die nicht geimpft sind, die immun sind, die den Virus hatten, ich hatte den Virus, bin fast erstickt daran, aber fast. Also ich habe keine Luft bekommen, ich bin dann von meinem Bett mal an dem, also da war noch der Virus nicht bekannt. Man hat nur noch von der Bundesagentur, also von der Gesundheitsagentur, die Merkmale gehabt, wo man geschaut hat, haben sie diesen Merkmal, dann haben sie den Coronavirus, dann sind sie das und das und das und das folgt. Und wenn die Lunge blutet, meine Lunge hat geblutet, meine Ärztin hat es nur untersucht, die Lunge blutet. Und danach bin ich nicht mehr zum Arzt gegangen, weil das wurde dann so schlimm, dass ich gesagt habe, fick dich Virus. Und man kannte den Namen noch damals nicht, man wollte den Namen nicht sagen. Die Ärztin hat gesagt, wir haben doch keinen, wir können doch Viren nicht mit Namen benennen. Und das war noch damals ihre Aussage. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Da bin ich vom Bett runtergefallen. Und also ich habe ein kleines bisschen. Das war nicht fair, sie hat mir nicht hergedacht. Und dann habe ich kaum Luft und so. Und dann habe ich Zitrone genommen, Knoblauch, Zwiebeln, einen sauren Saft gemacht. Und ja, irgendwie 6, 7, 8 Stunden später war das weg. Was irgendwie als, keine Ahnung, vielleicht ist ein Wunder passiert, ich weiß nicht, aber ich habe es überlebt. Und wurde dann immun oder resistent. Ja, mal Leute, die hatten Corona. Nichts passiert, Immunität. Ja, hab einen Test gemacht, immun. Immun, super Edition, super Gott. Ja, um es zu übertreiben. Deswegen, und dann hat man später tatsächlich nachgewiesen, es gibt halt Menschen, die halt eben sehr stark sind und dürfen sich freuen, yeah. Und die haben ein sehr starkes Immunsystem und die werden halt nicht krank. Oder die werden halt krank, aber überleben das. Ich hatte Glück. Und es gibt auch andere, die Glück hatten. Ich bin nichts Besonderes, nur ich rede halt darüber. Und ja, dann, wenn man das überlebt und wenn man halt wieder Luft bekommt, wenn die Nasenlöcher nicht mehr verstopft sind, wenn die Lunge nicht mehr blutet und wenn das auch geheilt ist, wenn man reden kann und so, wenn man keinen Durchfall hat, es gab so viele Merkmale damals, wo es die auch geschrieben haben, dann hat man einfach es hinter sich. Und dann können andere Varianten, bei mir haben die anderen Varianten nicht gewirkt. Ja. Aber einfach nichts mehr. Ich habe auch damals den Krankenhaus schreiben wollen, ey, nimmt mich, da wo es dann so riesen Diskussion gab, riesen Streitfall, wollte ich das Krankenhaus anschreiben und sagen, ey, nimmt mich ohne Schutzanzug, ich beweise euch, dass das gar nicht so ist, wie ihr das leider fälschlicherweise propagiert, aber mein Kumpel sagte, lass es, die werden dir nicht antworten, wie sie dir es früher auch nicht geantwortet haben. Ja. Ja, mal, wenn jemand einen Gegenbeweis bringt, dann ist es ja schlecht für die Propaganda. Ja. Und das ist natürlich immer das Problem. Leider. Leider. Aber gut. So viel dazu, so viel, was wir alles nicht hatten, 2020, 2021, 2022. Mittlerweile also Lauterbach,
sagt, dass wir auf einem positiven Weg sind. Ja, irgendwann mal vielleicht. Irgendwann mal. Trosten sagt jetzt, dass es zu Ende ist. Es wird nie zu Ende sein. Wenn Corona weg ist, kommt ein anderer Virus. Es wird immer sein. Die einzige Vernunft, die einzige, will ich jetzt auch hier dazu noch sagen, und dann gehen wir zum nächsten Thema, ist wirklich, Leute, lebt mit den Viren. Die sind da, sie waren schon immer da. Der Körper braucht das. Viren, Bakterien, daraus bestehen wir nun mal aus Bakterien, aus Atomen und ich werde jetzt hier keine wissenschaftliche Beitrag machen und mein Buch, wissenschaftliches Buch aufschlagen. Das würde das Rahmen dieses Videos einfach sprengen, das Jahresüberblick-Video. Ich meine, das ist auch sowieso nur Teil 1. Von daher, lebt damit. Sorgt dafür, dass ihr euch gut ernährt, wenn es geht, wenn es nicht, dann halt wenigstens kein Alkohol trinken, viel Tee, viel saure Sachen sind sehr gesund, Quark ist gesund, und kaum zu glauben, vegetarisch essen, mal sehr vegetarisch zu sein, ist auch sehr gesund. Wenig Fleisch könnt ihr auch nehmen oder gar kein Fleisch, wobei da wiederum wir gleich das nächste Thema anschneiden. Ja, das mit Ernährung ist so eine Sache. Man sagt ja, man soll sich vegetarisch ernähren. Also, man soll sich vegetarisch ernähren. Oder vegan sogar. Ist alles möglich. Und preislich sogar könnte man sich das leisten. Wenn es dann doch nicht so zu teuer wäre, sagt der eine. Selbst wenn man die günstigen Produkte kaufen würde, die günstigen gibt es auch mittlerweile, Sonderangebote, haben wir immer noch ein Problem. Das Problem, was viele Veganer nicht verstehen und Vegetarier nicht verstehen, ist auch, was viele Fleischfresser nicht verstehen wollen. Alle sind schuld mit dabei, dass ernährst du oder willst du dich so ernähren, um die Tiere sozusagen zu schützen, weil wir in der modernen Welt leben, wo wir uns nicht mehr so ernähren müssen, gezwungen sind, haben freie Esskultur, ganz klar, geht das nicht auf. Denn wir müssten von heute auf morgen nicht nur die Menschen, die Reichen, die Armen, alle Restaurants, Wirte, McDonalds, alle müssten aufhören. Alle Konzerne müssten alles Fleisch wegwerfen und ein komplettes neues Konzept starten. Von heute auf morgen. Eins, Punkt, eins. Das würden die nicht schaffen. Erstens gehen Milliarden, Billionen Gelder für und Trillionen. Da sind Trillionen weltweit verteilt Kohle. Es geht verloren. Und das werden die niemals machen. Never ever wird ein Unternehmer, und das versucht keiner zu einem Veganer zu erklären, kein Vegetarier kriegt das erklärt, leider bekommen, kein Fleischfresser kriegt das erklärt, weil sie alle nur über nur Scheiße labern. Leider wird nur Blödsinn gelabert im Fernseher, CDF, ARD, alle drei Sat, alle sind Luciferianer. Egal, ob das die privaten Sender sind, die öffentlichen Sender oder die Alternativmedien, alle sind Luciferianer, weil sie den wahren Grund, den Hardcore-Grund nicht erwähnen. Und zwar Kohle ist das. Das ist der wahre Grund, warum es kein Veganismus oder Vegetarismus gibt. Das ist der wahre Grund. Nicht, weil die Leute das nicht wollen. Jeder wird gerne Vegetarier werden, mindestens Vegetarier. Weil vegan ist noch, schon noch krasser und muss jeder selbst entscheiden. Vegan ist, habe ich mal versucht, schmeckt alles noch gar nichts. Vegetarisch. Also Eier essen, Eier kann ich nicht verzichten, ne? Oder Milch trinken oder Wasser, ne? Also vor allem Milch oder Rühreier, das ist einfach Rührei, das ist einfach Hammer, ne? Ein Rührei zu essen. Da kann der Veganer noch so viel mehr. Und da gibt es auch diese Claudia oder diese, wie heißt die, Claudia Raffaela oder wie, die ein Extremist ist und mit Absicht die Leute manipuliert, aber die kleinen Kids natürlich nicht, die Erwachsenen wie mich oder Ältere oder Feroz Khan, der angeblich macht ein Video, dass er sie nicht widerlegen kann. Ich kann sie widerlegen in einer Sekunde. Kohle. Ja, und deswegen braucht so ein Mensch gar nicht mehr zu kommen oder sonst den vernünftigen Leuten, die sagen, es geht um Geld, es geht um Macht, um Geld. So sieht's aus. Und deswegen werden die Leute sich niemals darauf einlassen, weil es einfach von den Betrieben erst ausgehen muss. Also heißt es im Endeffekt Angebot und Nachfrage. Und solange die Nachfrage von den Betrieben, von den Konzernen stattfindet, wird der User, der Benutzer im Endeffekt sich sagen,
Nö, warum sollte ich das machen? Warum soll ich umsteigen? Solange es Fleisch gibt, in den Läden, mache ich das nicht. Außerdem müsste derjenige mit der Zeit abgewöhnt werden. Es ist psychologisch einfach bewiesen worden und Psychologen, Neurologen, die nicht die Luciferianer wiederum dienen, die der Hardcore-Wahrheit und keine Angst haben, diffamiert zu werden, sagen klipp und klar, der Mensch muss abgewöhnt werden langsam. Und da gibt es auch viele Beispiele. Da gibt es Beispiele wie das mit dem Raucher. Du kannst nicht von heute auf morgen aufhören zu rauchen. Ich war Raucher. Okay, ich habe es geschafft, aber ich habe einen hardcore starken Willen. Selbst Lügendektor und Verrecken bei mir. Also ich bin Super Edition geworden, ne? Infinity-Wesen. Kein Mensch mehr. Ich sehe zwar noch wie einer aus und blute wie einer, aber mental, also geistig, hardcore. Also ziemlich hardcore. Es gibt noch härtere Menschen wirklich. Trillionen mal noch mächtiger, die richtig stark sind. Und einfach sagen, ich höre auf und fertig. Aber das kann man nicht erwarten von allen, weil Menschen sind Individuen. Also nicht alle gleich. Der eine braucht länger, der eine braucht doch seine Zigarette, weil er nervös ist. Und man kann es auch ihnen nicht verübeln. Es gibt Raucher, die Zigarren rauchen. Es gibt die Zigarettenraucher. Es gibt Leute, die gerne Shisha rauchen oder auch Cannabis. Mittlerweile in einigen Regionen legal als Medizin. Das ist nicht so einfach. Versuche also jemanden abzugewöhnen, einen Raucher. Versuche das zu schaffen. Der wird das nicht einfach von heute auf morgen machen. Selbst wenn jemand auf LSD war, auf richtige harte Drogen, selbst der muss eingeschlossen werden, am besten gar nicht rausgelassen werden, wie in den Filmen sie zeigen, und Hardcore ausgerichtet werden. Und selbst da dauert es wochenlang, ja manchmal sogar Jahre. Und die Sucht ist bei den Menschen psychologisch in der Biologie bewiesen worden, die ist da. Das ist das zweite Problem, was wir haben. Die Sucht, die Gier. Ja, und noch die Zigarette, die schmeckt so gut. So ungefähr kann man sich vom Gefühl vorstellen. Oder derjenige, der Zigaretten nimmt. Ich rauche nur eine noch. Eine. Sauron, Herr der Ringe. Mein Schatz. So ungefähr kann man sich tatsächlich das vorstellen. Ja, also das wird nicht so einfach funktionieren. Deswegen, liebe Claudia, ich hoffe, du heißt Claudia Frenner. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deinen Namen. Ich müsste nochmal googeln. Liebe Extremisten, Veganer, vergesst nicht, einige von euch waren mal Fleischfresser. Erinnert euch dran, wie ihr euch abgewöhnen musstet. Und es war nicht einfach, selbst für euch nicht. Dann der nächste Aspekt bei der Ernährung, vegetarisch und vor allem vegan, ist, sie töten auch Tiere. Ja, das wird nirgendwo erwähnt. Ich hab gesucht nach irgendeinem Artikel. Irgendwo. Ich konnte es nicht finden, weil jemand diesen Code nicht kennt. Ich hab leider den Code geerbt. Leider, ich sehe das ganze Universum in Zeilen, in Codes wie Neo. Und es ist fürchterlich, denn ich sage, hey, Moment mal, liebe Veganer, Vegetarier, vor allem Veganer. Das sind ja Pflanzen, die ihr essen tut. Ihr esst Pflanzen. Und diese Pflanzen wiederum sind wichtig für Tiere, die diese Pflanzen benötigen. Und ihr stehlt ihnen ihren Lebensraum. Ja, also wenn sie diesen Lebensraum nicht mehr haben, logischerweise wie 1 an 1 ist 2 und 2 mal 2 ist 4, ja. Mathematik kann man ja auch verbinden mit dieser Logik und sagen, ja klar, hat recht, dann töten die letztendlich diese Tiere auch. Und zwar auf eine noch manchmal brutalere Weise, als der Fleischfresser es tut. Kaum zu glauben. Ja, denn der Fleischfresser wenigstens, der betäubt das Tier. Und in den meisten Fällen merkt es nicht davon, wenn er es richtig macht. Oder er schächtet es, wie bei uns Juden wir das machen. Wobei nicht alle, es gibt auch Fleischreihen, jüdische, wo die das
nicht schlechten, ne? Also nur das auch anders gemacht wird mittlerweile. Oh, es gibt also auch da Änderungen. Aber ja, es ist halt eben Mord. Und das vierte Problem ist, der Mensch muss akzeptieren, dass er eben ein Virus ist auf der Welt. Dass er das einzige Wesen ist, was überfüllt ist, was zu lange leben tut und was 8 Milliarden Menschen ziemlich viel sind für so einen kleinen Planeten Erde. Und dass Kriege führen, lieber Putin, falls Sie das hier Video sehen, aber ich bin ein Niemand und daher werden Sie den Niemand-YouTuber nie sehen, dass das einfach unvernünftig ist. Und nicht nur Putin, auch andere Länder, die Kriege miteinander führen, es ist so unvernünftig und es ist so traurig. Also, das sind die Gründe, warum wir immer noch in der alten Ernährung verbleiben. Selbst wenn von heute auf morgen mit einem Zauberspruch wir alle Veganer und Vegetarier sein könnten, wir würden den Tieren den Lebensraum nehmen. Ich meine, wir nehmen ja schon jetzt, was weiß ich, wir ist immer so ein Wort. Ich bin das noch nicht, ne? Doch, alle, du, ich, wir alle, immer tun wir irgendetwas machen, was den Tieren schadet. Unbewusst natürlich, unbewusst. Ganz wichtig, unbewusst. Papier zum Beispiel, mit Papier drucken. Ich wüsste es nicht, wenn die Welt modernisiert wäre. Wir könnten schon längst digitale Formulare haben. Aber andererseits wiederum halten ja die Geräte nicht lange und landen auf dem Müll. Und der ist riesengroß und der verpestet auch die Umwelt. Und ökologisch zu denken, für die Unternehmer, für die Ölkonzerne, für die Luxemburger, ist unmöglich. Also verstecken Sie Ihre Klauseln in irgendwelche Ausreden, in irgendwelche Politik. So wie die Vegetarier und Veganer und die Fleischfresser. Sie alle sind mitschuldig. Da ist niemand unschuldig. Das ist genauso, wie Carsten Stahl sagt. Ich liebe diesen einen Satz. Wenn einer geschlagen wird und 30 Leute sind in diesem Raum und der Rest schaut zu, dann sind das alle Mitläufer, ob sie wollen oder nicht. Und das ist so. Das ist leider so. Also letztendlich haben auch wir hier, boom, alle kurz abgehakt, knallhart diese ganzen Arschlöcher, egal ob Vegetarier, Veganer oder Fleischfresser, in Leviten gelesen. Ihr alle seid schuld, aber ihr müsst euch entscheiden. Und das ist unmöglich. Ich glaube, wie bei Star Trek, wir müssten komplett ein ganz anderes psychologisches von, wir müssten alle Menschen töten. Also letztendlich die Lösung ist so. Die Lösung gibt es auch in der Tora. Alle vernichten, wie Noah letztendlich in der Geschichte drin steht von Noah. Gott sagt, alle vernichten, nur die Reinen reinlassen und alle anderen Wichser weg und dann nur mit den reinen Leuten fortfahren. Okay, das wäre vielleicht die Lösung. Und selbst dies, wohlgemerkt, ist keine Lösung, denn es wird immer ein Arschloch auf der Welt geboren. Es wird immer ein Wichser geboren. Du kannst noch so gut sein. Du kannst noch so gut erziehen. Irgendwo ist der Charakter und irgendwo ist ein Arschloch geboren. Ein Wichser, ein Motherfucker, ein kleines Motherfucker-Kind, ein Spast, ein Spong, ein Krank, ein vom Gefühl. Irgendwo ist immer einer von den Bösen. Ich meine, hey, Star Wars, Anakin war am Anfang einer von den Guten. Und irgendwann bringt er paar unschuldige Leute um, die seine Mutter entführt haben und gekillt haben. Und wird ein bisschen dunkler. Eigentlich unlogisch. Denn laut Star Wars Comics, wenn du sowas machst, dann wird ja nicht das Auge zugedrückt. Aber er ist halt auserwählt. Und dann im dritten Teil, naja, dann, ja, was heißt im dritten Teil? Er macht schon viele Verbrechen, aber im dritten Teil, da ist er auch schon sehr korrupt und versucht noch ehrlich zu sein, aber er ist machtdurstig, will unbedingt den Jedi-Rat, hat keine Geduld und aus irgendeinem unlogischen Grund lässt er sich von der dunklen Macht verführen und wird zu Darth Vader. Viele wissen gar nicht, dass diese Geschichte alles so eine Verarbeitung vom Holocaust ist. Es ist eine jüdische Geschichte, so wie Superman
auch und Batman, jüdische Erfinder waren und auch da sind die Geschichten jüdisch. Ich liebe unsere jüdischen Geschichten. Rebbe hat schon Angst. Ich werde dich umbringen. Du darfst nicht mir sagen. Du, bitte lies die Tora nicht und sterben. Wir alle uns Juden hassen sowieso alle. Ja, nicht so schlimm. Ich nenne den ganzen Hass auf mich. Kein Problem, Rebbe. Ja, also. Ja. Na, so viel dazu.